So, hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Battlefield 3 mit eurem Kevin. Part Nummer 13 oder 12, keine Ahnung, ich bin wieder total desorientiert, aber wir spielen direkt weiter. Wir waren in der Mission Nachtschicht und müssen jetzt Al-Bashirs Auto verfolgen. Mal schauen, ob uns das gelingen wird und deswegen sage ich Let's Play und Start. Verdammt, wir müssen ihn aufhalten. Komm schon! Wir müssen diesen Bastard aufhalten. Es ist übrigens 10 Uhr morgens. Es kann sein, dass ich noch ein bisschen verschlafen klinge. Bam, wir haben ihn getroffen. Er ist direkt gegen die Laterne gefahren. Gucken wir doch gleich mal. 1-4. 1-3. Wir haben Al-Bashir und sichern ihn jetzt. Over. Wo sind PLA-Einheiten? Deck du die Straße ab. Ist übel erwischt. Oh, da. Wir müssen ihn hier raus. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gusch. Wir müssen in Deckung. Aber ganz dringend. So, komm, wir rennen jetzt einfach rüber. Wechseln mal zu unserem kleinen Sturmgewehr. Da können wir vielleicht mehr Damage austeilen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Granate. Wo auch immer. Oh, direkt vor uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen hier verteidigen. Wir geben den Bastarden jetzt einfach mal schön eine kleine Feuersalve Headshots. Oh mein Gott. Okay, weiter, weiter, weiter. Ab durch die Tür. Komm, mach auf. Mach die Tür auf. Exit, mach die Tür auf. Gut. Ab durch das Treppenhaus. Huch. Was ein Clipping-Fail. Beziehungsweise was für ein Texture-Fail war das denn? Egal, gehen wir einfach mal weiter. Es möge uns nicht beirren und nicht stören. Wir müssen zurück zu unserem Verteidigungspunkt, den wir vorhin im letzten Part beschlossen haben. Und zwar hier. Die Wunden sind übel. Hey! Hey, bleiben Sie wach! Wach bleiben! Hey! Sterben Sie mir nicht weg! Hey, wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Farouk Al-Bashir. Kommen Sie, Mann, halten Sie durch! Nein, nein, mehr gibt es nicht zu sagen. Ja, wie Sie meinen. Blackburn, leg ein paar Minen hier aus. Bald werden uns eine Menge wütender Leute besuchen. Deck die Eingänge ab. Sobald ein Feind kommt, pustest du ihn weg. Mach schon, Beeilung, Sie kommen! Okay, das wird so ein kleines Survive. Wir verteilen jetzt hier erstmal ein paar kleine Claymores. Verstanden. Versuchen zu euch rüberzukommen. Eine PLA-Einheit ist an uns vorbei ins Kaufhaus eingedrungen. Erdgeschoss. Müsste vor euch sein. Over. Verstanden. Du hast ihn gehört. Pass auf und nimm den Haupteingang ins Visier. Ja, wo ist denn der Haupteingang? Hallo, Haupteingang? Ist das der Haupteingang? Die ersten probieren zumindest schon mal einzudringen, aber ob sie es auch schaffen werden, das ist noch fraglich. Mit unseren Sniper-Künsten hier. Double Kill mit einem Schuss. Ah, da ist noch einer. Der war ein klein wenig fail, muss ich gestehen. Verstanden. Gib an den Türen Feuerschutz genau voraus. Wie ist der Zustand des Gefangenen? Blutet stark. Schockzustand. Sieht nicht gut aus. Lasst ihn nicht sterben. Verstanden? Haltet ihn am Leben. Verstanden. Wo dringen die Hain ein? Na da. OMG.
OMG! Yes. Okay, ich muss schon sagen, der Tod vorhin, der kam ein bisschen überraschend. Allerdings sind wir jetzt ein bisschen vorbereiteter. Und wissen, wo die kommen. Ja, der ist jetzt leider durchgerannt. Aber sehr weit ist er natürlich auch nicht gekommen, da unsere Sniper-Skills einfach zu gut waren. Wenn ich mich in diesem Part ein bisschen selbst loben mache, tun will, dann mache ich das auch. Und ihr könnt mich nicht daran hindern. Oh mein Gott, von wo schieße ich denn? Ah, von da drüben. Wo kann man hier denn nicht durchschießen? Ist ja ein Witz. Wo ist er denn jetzt? Habe ich ihn jetzt etwa doch getroffen? Oh mein Gott. Da kommen sie. Direkt hinter dem Busch, oder? Müsste er eigentlich sein, ja? Oder dahinter. Bam! Kopfschuss! 1-4, 1-3. Kommt ihr durch bis zum Kaufhaus. Over. Stehen unter schwerem Beschuss. Feindliche Einheiten setzen sich zu euch ab. Erster Stock, Ausgangstüren. Verstanden? Verstanden. Blackburn, wir müssen hier weg. Komm mit. Okay. Station. SW-22 ist in 3 Minuten da. Bereithalten zur Abholung. Over. Ich werde dir Feuerschutz geben, mein Kamerad. Ich hoffe natürlich jetzt, dass nicht eine ganze Armee auf uns zukommt. Das wäre natürlich weniger glimpflich. So, komm, weiter, 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 weiter. Sie kommen. Da drüben sind sie. Oh, jetzt kommen sie auch noch von oben. So, von... Ah, da ist noch einer. So. Ausgeschaltet. Like a Sniperer. Und nun? Was passiert denn nun? Komm. Können wir hier nicht einfach weiter rücken? Ja, doch. Oh mein Gott. Oh, der hat eine Granate geschmissen. Ah, leider nicht getroffen. Das tut mir aber sehr leid für dich, mein lieber generischer Soldat. Oh, oh. Der kam jetzt schon ein bisschen näher. Sind die etwa schon so weit vorne? Nein, sind sie nicht. Allerdings sind sie wieder da oben. Der ist leider vorbeigerannt. Misfit 3-1, Führung Misfit. Abzug in 2 Minuten. Verstanden? Verstanden. Al-Bashir hält uns mächtig auf Trab. Er sieht nicht gut aus. Ist das irgendwie ein Clipping-Fehler oder warum liegt er genau mit dem Gesicht zu Boden? Blackburn, komm her! Ich glaube, er fantasiert. Ihr kennt Soleiman genauso wenig aufhalten wie die Sonne. Tun das die Soldaten immer so? Denken die, die ihre Geißen auch immer so auf den, mitten ins Gesicht, so auf dem Boden? Oh mein Gott, jetzt kommt wieder eine Welle. Ja, da kommen sie schon. Der lebt ja noch. So, nun weiter, 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 weiter. Haltet sie auf. Feuer einstellen. Wir kommen raus. Oh mein Gott, wir werden sterben. Okay, rennt! Rennt! Pass auf! Heilige Scheiße, sie schießen mit der RPG auf uns! Oh, fuck. Das war... Fast hätten wir es geschafft, allerdings nicht jetzt. Ha, bis gleich. Okay, wie schaffen wir es unbeschadet zu diesem Scheiß-Heli zu kommen? Ganz ehrlich. Tod!
Und jetzt rennen. Einfach rennen. Vielleicht schaffen wir es ja. Okay, weg hier, weg hier, weg hier. Geschafft. Soleiman war es. Er sagte, nimm die Bombe. Nimm sie als Druckmittel. Dann hat er sie gestohlen. Er hat mich benutzt, wir alle benutzt. Der Hund hat mich betrogen mit seinen Plänen. Züge! Und dafür werde ich mich an ihm rächen. Hört zu! Am 14. dieses Monats, wenn die Sonne untergeht, wird Soleiman zuschlagen. Schmoren sollt ihr alle. Hey, hey, durchhalten. Na los doch, mach schon. Er wird zuschlagen. Was hat das zu bedeuten? Immer diese Attentäter. Wir haben ihn verloren. Keine Ahnung, was er da gelabert hat. Hey, es ist ein Handy. Vielleicht finden wir da drauf ein paar Infos. Ja, Handy durchstöbern, das steht dir gut. Das müsste uns was nützen. Mission, ein steiniger Weg. Ja, Leute, wir haben diese Mission, keine Ahnung, wie sie hieß, erfolgreich abgeschlossen. Haben spannende Punkte und Höhen und Tiefen erlebt. Wirklich sehr, sehr geil gemacht. Was wird uns als nächstes erwarten? Das sehen wir dann. Gleich, hoffentlich, wenn der Ladebalken weg ist. Wie gesagt, es ist einfach noch ein bisschen zu früh hier am Morgen, um aufzunehmen, merke ich gerade, aber ich tue es trotzdem für euch, Leute. Ich tue es für euch, weil ich ja so ein netter Kerl bin. Okay, Start. Ne? Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es nämlich. Soll ich Ihnen vielleicht sagen, was drauf ist? Was wird mich das kosten? Uns läuft die Zeit davon. Oh, es kostet Sie gar nichts. Auf diesem Handy sind Informationen über einen russischen Waffenhändler namens Amir Kafarov. Er war ein sehr guter Freund ihres Kumpels Al-Bashir. Haben Sie das gewusst? Wir verschwenden unsere Zeit. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich schon zu Ende geredet hatte. Wussten Sie, dass Kafarov und Al-Bashir zusammengearbeitet haben? Ich weiß nur, dass wir aufgrund der Infos auf diesem Handy verlegt worden sind. Und wohin? In den Nordiran. Kafarov sollte angeblich mit den verschwundenen Bomben dort sein. Angeblich? Nur Sie hörten Al-Bashirs Geständnis. Niemand weiß, woher er dieses Handy hatte. Glauben Sie mir, wir müssen Soleiman aufhalten. Sie haben den Anruf erhalten, Sie wissen, er ist hier. Alles schön und gut, Sergeant, aber Sie müssen noch ein paar Lücken füllen. Beim nächsten Teil haben Sie ein ziemlich großes Glaubwürdigkeitsproblem. Okay. Kafarov hat eine Villa im Gilad-Tal. Wir waren dorthin unterwegs, aber es gab Komplikationen. Unterwegs zum Gilad-Tal. Was wird uns dort erwarten? Wird unser Squad erfolgreich sein? Das seht ihr gleich, Leute. Okay. Kafarovs Anwesen liegt auf der anderen Talseite. Direkt hinter der Gilad-Brücke. Wer ist der Kerl überhaupt? Der Typ von Al-Bashirs Handy, ein Waffenhändler. Mehr wissen die nicht? Mehr wissen wir nicht. Er könnte was mit den Bomben zu tun haben. An alle Mistelkämpfen, Vorrücken zu 1-6, östlich unterwegs auf Route Red. Sie haben Kontakt. Over. Verstanden. Könnt ihr die Größe bestätigen? 1-3, habe keine weiteren Infos. Out. Schwachsinn. Hey, Matkovic, wach auf! Genug gepennt, du Schlafmütze! Hä? 34 Minuten. Ich habe 34 Minuten geschlafen. Und ich habe einen Vanilleshake getrunken. Aha. Ein Vanilleshake. Das, was zu bedeuten hat? Ja, das hat was zu bedeuten. Du bist ein Idiot. Oh fuck, ein Hinterhalt. Leute! Ab weg von dem Auto! Und. Feuer erwidern! Haben wir hier keine andere Waffe? Doch, wir haben einen Granatwerfer. Aber sind das Gegner hier? Ja, sind es.
Aber Leute, bevor es weitergeht, sage ich euch, der Part ist leider zu Ende, da wir unser Zeitlimit erreicht haben und es nicht unnötig strapazieren wollen. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir werden den Part jetzt noch kurz in schlusswörtlichen Worten zusammenfassen. Was haben wir erlebt? Wir haben das Ende der Mission Nachtschicht, oder wie diese Mission auch immer heißt, erlebt. Wir haben Al-Bashir gefunden, der ist uns allerdings vor den Händen wegkrepiert. Und dann mussten wir jetzt nach ins Chillat-Tal, um dort das Anwesen eines russischen Waffenhändlers zu suchen. Was uns dort erwarten wird, das seht ihr dann im nächsten Part von Let's Play Battlefield 3 mit mir, eurem Kevin. Und ich sage, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten, bewertet und kommentiert doch die ganze Sache, wenn es euch nicht gefallen hat. Was haben wir nicht gut gemacht, um uns zu verbessern? Brauchen wir euer Feedback. Und somit sage ich bis zum nächsten Part, Leute, und tschüss. Ich gebe zurück ins Studio nach Hawaii.